Freitag der 13. aus 2009 ist für mich ein wirklich zweischneidiges Schwert. Der Film zeigt in einigen Szenen, dass er es wirklich kann, dass er den Horrorfilm wirklich drauf hat. Die letzten 20 Minuten und einzelne Szenen zwischendurch sind wirklich gut inszeniert, können Spannung aufbauen und sind für das, was der Film sein soll, absolut gelungen. Mit unsäglichen Charakteren, unfassbar unnötigen Szenen, wie dem Trinken von Bier aus einem Schuh, sich zwischendurch mitten in einer Dialogszene einfach die Brüste einreiben, 5 Minuten andauernde Sexszenen zwischendurch, haut sich der Film seine Spannung und Atmosphäre einfach durchgehend immer wieder selbst zusammen. Und im Endeffekt ist das wirklich schade. Und es ist wirklich schade, dass der Film im Endeffekt das ist, was sich selbst im Weg steht. Und was mich ehrlich gesagt noch viel mehr stört, ist, dass es eine Langfassung des Films unter dem Namen Killer Cut gibt, die in erster Linie noch genau das, was mich an der Kinofassung schon gestört hat, ausweitet und nicht die letztendlichen Kill-Szenen, weil in dem Bereich gibt es eigentlich relativ wenige Erweiterungen. Die längsten Erweiterungen im Killer Cut sind mit Clays Schwester in der Höhle, wo Jason sie gefangen gehalten hat. Atmosphärisch gut, aber von der Logik her komplett zu hinterfragen, weil ein Jason, der Fallen stellt und Leute gefangen nimmt, könnte eigentlich für Freitag der 13. unpassender gar nicht sein.